Willkommen beim Fan Talk. Wir haben jetzt mal die Fragen hier auf meinem Handy und ich stelle die jetzt mal dem Kenneth und du wirst sie mal beantworten. Genau, völlig drin. Also, Lene fragt, wie ist es für euch, dass Stefan wieder dabei ist? Ja, ich glaube, das macht alle glücklich. Nachdem wir jetzt so lange auf ihn gewartet haben, sind wir alle froh, dass er wieder mit uns auf dem Feld steht. Macht das Spiel natürlich nochmal spaßiger auch und wir können es kaum erwarten zu sehen, wie er uns weiterhilft. Sehr gute Antwort. Jenny fragt, wie schwierig ist es, vor einer Geisterkulisse zu spielen, nicht von den Fans als sechsten Mann zum Sieg angespornt zu werden? Ja, das ist natürlich eine total ungewohnte Situation. Das fühlt sich eher an wie so ein Trainingsspiel. Also es ist schon schwer, dann wirklich nochmal also es fehlt halt so dieser extra Push, den die Fans geben. Ist aber, glaube ich, ganz gut, dass das Turnier nicht in Berlin ist, weil ich glaube, da haben wir schon wirklich sehr starken Heimvorteil mit unseren Fans oder mit euch. Christopher fragt, was war ausschlaggebend für den Sieg gegen sehr hart kämpfende Frankfurt? Ja, schwieriges Spiel nach einer so langen Pause. Sehr physisches Spiel auch. Ich glaube, am Ende haben wir einfach in der Defense dann nochmal zugelegt und konnten dann also somit das Spiel gewinnen. Aber ja, also Frankfurt hat sehr gut gespielt, sehr hart umkämpftes Spiel und wir sind froh, dass wir das gewinnen konnten. Jan fragt, wie wurde der Geburtstag von Nils Giffey gefeiert? Wir haben heute Morgen ein bisschen für ihn gesungen. Wir konnten ja nichts Größeres machen. War wirklich keine große Feier und ich hoffe, das können wir auf jeden Fall noch nachholen. Auf jeden Fall. Die nächste Frage ist von Anna. Und zwar fragt sie, was können wir als Fans machen, um euch noch mehr zu supporten? Wir sind ja alle da, wenn auch nicht in der Halle und wir hoffen, ihr wisst das. Das wissen wir ganz klar und wir sind auch sehr dankbar für eure Unterstützung. Wir spüren das auch, wir wissen, also wie immer, dass ihr an uns glaubt, dass ihr uns anfeuert und was man da mehr machen kann. Ich meine, ihr macht schon so viel, da sind wir überglücklich, aber weiter einfach vorm Fernseher anfeuern und an uns denken und dann sind wir auch glücklich drüber. Richard fragt, wer wohnt in den Zimmern neben euch? Im Zimmer neben mir wohnt lustigerweise Nils und auf der anderen Seite ist, glaube ich, der Service-Raum, also ich habe bloß einen Zimmernachbarn, weil Kenneth weiß nicht, wie es da aussieht. Neben mir ist Landry, gegenüber von mir ist Luke und so, ich glaube auf der anderen Seite auch noch ist Carlos. Aber auf der rechten Seite weiß ich gar nicht genau. Die nächste Frage von Vicky. Hält das Hotel WLAN den Konsolen- und Streamingdienst Ansturm stand? Ich glaube, erster Tag war ein bisschen schwierig. Ja. Mittlerweile geht's eigentlich. Mittlerweile kann ich auf Netflix Sachen schauen und das lädt nicht mehr. Deswegen, ich hoffe, dass das jetzt den ganzen Sachen standhält. Also ja, wie gesagt, erster Tag war schwierig, aber mittlerweile ist es eigentlich ziemlich gut. Okay, dann haben wir Sören. Was macht man an freien Tagen im Hotel? Also bis jetzt hatten wir noch keinen freien Tag. was soll man groß machen? Also man ist hier, versucht sich die Zeit irgendwie so bestmöglich zu verbringen. weiß ich nicht wirklich, was ich darauf antworten soll. Einfach Netflix schauen, vielleicht mal rausgehen. In kleinen Gruppen ist es ja erlaubt, aber das Wetter spielt leider hier noch nicht mit. Ansonsten ja, einfach warten, bis das nächste Spiel wieder ansteht. Melanie fragt, bleibt ihr größtenteils unter euch oder verbringt ihr auch Zeit mit den anderen Teams? Ich glaube, das ist verschieden von Spieler zu Spieler. Bei mir war es jetzt am Anfang so, dass ich schon einfach sehr viele Netflix-Shows schaue und sehr viel in meinem Zimmer gerade eben bin. Aber ich weiß, dass andere Spieler sehen im Hotel oder man mal zusammen ein Spiel schaut am Abend, das in der Lobby gezeigt wird. Aber das wird sich ja auch in den nächsten... Wir sind ja noch ein bisschen länger hier, da wird man auf jeden Fall mit anderen Teams sehen und sich mit denen treffen und es wird auch ja, ziemlich cool sein. So. Gut, und das war es auch schon mit den ganzen Fragen. Ja, vielen Dank für euren Support, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem Fan-Talk und supportet weiter. Vielen, vielen Dank für alles. Auf jeden Fall, vielen Dank.